Und damit herzlich willkommen am Freitagabend vorm Mainz-Spiel. Freunde, wir haben einen Gegner gefunden, der genauso scheiße ist wie wir im Moment. Wir haben unter der Woche eine Mannschaftssitzung gemacht. Und ja, die war grundsätzlich eigentlich sehr positiv. Ne? Also da sind sie auf meiner Seite zumindest. Wir sprechen die richtigen Dinge an, wir müssen es nur auch richtig umsetzen. Zu den Mainzern. Die Mainzer sind auch wie wir in einer ganz, ganz schlechten Form. Letzte drei Spiele verloren, davor zwei Unentschieden, davor wieder verloren im Pokal. Also, ja, bei denen läuft es auch nicht. Die haben auch ungefähr das gleiche Problem wie wir. Die schießen auch keine Tore. Und ich glaube sogar im Hinspiel war die Ausgangssituation fast die gleiche, oder nicht? Meine ich mich jetzt zu erinnern. Das haben wir immerhin 3-0 dann gewonnen. Da war Mainz jetzt auch nicht unbedingt mit weniger Chancen. Wir haben unsere nur da wirklich eiskalt genutzt. Unter anderem Ben Stardai. Der ist jetzt leider verletzt. Aber ich würde sagen, es stimmt mich ein bisschen positiv. Zum einen, dass wir zu Hause spielen, dass wir mit unseren Fans spielen. Und zum anderen, dass Mainz auch wirklich ziemlich ungefährlich ist, was jetzt die Saison über angeht. Vielleicht können wir da unseren Nutzen draus ziehen, endlich mal wieder gewinnen. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Und auch in Bezug auf die Aufstellung muss ich sagen, Freunde, lasst euch überraschen. Ich weiß echt noch nicht genau, wie wir spielen werden. Weil ja, die letzten Wochen hat es wirklich eigentlich keiner gezeigt, dass er spielen will. Ne? Wichtig ist vielleicht nochmal, wir haben kleine taktische Anpassungen gemacht. Wir werden ein bisschen eher auf die langen Bälle umsteigen. Nicht mehr ganz so kurz spielen wie die ganze Zeit. Ich glaube, dann kriegen wir das Mittelfeld besser überbrückt. Ich habe den Jungs vorne gesagt, die sollen bitte viel dribbeln. Müssen nicht unbedingt die ganze Zeit passen. Dann haben die drei da vorne dann auch ein bisschen mehr Freiraum. Beziehungsweise können auch selber mal Chancen mehr kreieren oder zumindest das Dribbling einfach mehr fokussieren, ne, als den Pass. Weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es so besser. Müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt, ne? Freunde, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir gehen rein ins Spiel und holen uns jetzt den nächsten 3-0-Sieg gegen Mainz, oder? Let's go! Und so gehen wir rein, meine lieben Freunde. Beziehungsweise ja, weiterhin mit Castillo und Björkan auf den Außen. Dann Uremovic und Gechter in der IV. Gechter einfach, ja, war ein bisschen unglücklich auch letztes Spiel, ne? Wieder früh rausgeholt und so weiter. Omar auch. Nicht wirklich überzeugt jetzt die letzten Spiele, deswegen Linus kriegt da nochmal die Chance. Dardai, Tuzar, Serdar, das sind, ja, im Moment sind die eigentlich relativ klar da aufgestellt. Podence, Ngankam die Chance wieder von Beginn an. Podence über rechts, ja, auch einfach weil Luke Bakio in einer katastrophalen Form ist. Mecha wissen wir ja, wie es läuft, und Zlatan immerhin vorne drin. Vielleicht wenigstens die einzige Konstante da. Und der Luca Reischl darf auch mal mit auf die Bank. Mal schauen, ob er den Einsatz bekommt. Das werden wir sehen. Die Mainzer haben scheinbar ziemlich durchgewechselt. Jetzt ist nur die Frage, haben sie das. Po also. Ist das gut für uns oder nicht? Von den Spielern her sind die fast alle ein bisschen klein, gleich. Lasse Riis ist auf jeden Fall im Tor. Okay. Robin Zentner auf der Bank. Na gut. Ich würde sagen, wir schauen uns die eh gleich nochmal genauer an. Wir machen jetzt mal die schwarze Serie fertig hier. Jungs, auf geht's. Komm. Nimmt das Heft in die Hand. Zlatan ist auch motiviert, sehr gut. Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Köln, ja, das war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Härter arbeiten. So, und das erste Tor ist natürlich wieder entscheidend. Klar, am Ende zählt, wie viele Tore insgesamt gefallen sind, aber das erste Tor ist auch schon mal per se nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, ja, so spielen die Mainzer, wie erwartet im 4-1-2-1-2. Wir schauen uns jetzt aber mal ganz kurz nochmal den Gegner genau an. Wer ist denn das? Der Ries? 23 eigentlich von Mainz 2. Warum spielt er und nicht Zentner? Weil er angeschlagen ist. Ah, okay. Ja gut, ich glaube vorne drin, ja, wie machen wir das mit Silas und mit Johnny. Ich glaube, Johnny Burkhardt. Das meiste rote Karten. Meiste rote. Nice. Ich glaube, Johnny Burkhardt nehmen wir wieder komplett raus. Sonst, ja, Papela war, glaube ich, relativ sicher, ne, was das angeht. Ist okay.
Fulgini. Auch Tower kann man den. Nicht wirklich, ne? Wirklich, die Jungs sind schon nicht schlecht. Vielleicht trotzdem mal ein paar Pela anlaufen. Hat der einen schwachen Rechten? Bin er hier nur schwacher Fuß? Nee. Ja, gerade im Mittelfeld sollte man eigentlich schon beidfüßig sein. Wird schon. Aaron hat auch. Ah, okay. Der Gabriel. Gut. Dann zwingen wir den mal auf den linken Fuß. Und jetzt schauen wir, wie das hier jetzt so läuft. Burimovic ist nicht 100% fit, muss da aber jetzt dann trotzdem durch. Beziehungsweise ist halt einfach sehr, sehr wichtig fürs Team. Und wenn er spielt, hilft uns natürlich auch weiter. Wir müssen ein paar Punkte sammeln, dass wir jetzt mal wirklich von der Abstiegszone wegbleiben. Linus Gechter im Tor. Aber was abseits? Ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Bin sich da und? Ist gegeben oder nicht? Ist nicht gegeben. Oder doch? Doch ist gegeben. Let's go. Linus Gechter mit 1-0. Deswegen spielt er. Martin Dardai probiert den direkt und der ist nicht schlecht. Mal an den Außenpfosten da. Und die frühe Führung, die tut jetzt natürlich gut. Linus Gechter bei Standards einfach sehr, sehr gefährlich und sehr wichtig tatsächlich. Fulgini muss hinten rum, Bell. Kann da viel zu weit anlaufen. Pierre Gabriel. Boah, und auch da der Lattenknaller. Ja, ordentlich Aluminium schon im Spiel. Und die Mainzer versuchen es halt wirklich hinten raus zu spielen mit sehr, sehr viel Ballbesitz. Klar, wir schalten schneller um. Ist ja auch so ein bisschen jetzt, sag ich mal, die kleine taktische Anpassung dann in dem Sinne. Gute Balleroberung von Cezic. Gechter zu Saar. Und dann kann Björka mal die Linie lang. Ne, bleibt hängen an Pierre Gabriel. Hack Tower. Ja, da könnten wir jetzt attackieren. Genau. Frederik. Genau richtig. Und Martin Dardai holt den sich auch. Nimmt außen Podence mit. Der auf Zlatan, aber es könnte knapp abseits gewesen sein. Ich glaube, Zlatan stand drin, oder nicht? Mal schauen, was der Schiedsrichter sagt. Es ist gegeben. Sehr gut. Sehr gut. Zweimal Videobeweis. Klasse Balleroberung von Martin Dardai. Podence trifft endlich mal die richtige Entscheidung und schießt nicht selber, sondern gibt auf den erfahrenen Mann in der Mitte. Und der trifft schon wieder. Zlatan Ibrahimovic, was ein Typ. Ja, so geht's doch gut los. Zlatan verlängert auf Cezic, wird geblockt. Aaron macht es souverän auf Ries. Junge, Junge. Geht doch, es geht doch. Die Jungs können's doch. Castillo bringt den flach rein. Ein Gangkamm. Let's go. Let's go. 3-0 nach 20 Minuten. Ja, da haben die Hertha-Fans was zu jubeln. Let's go. Das hat auch, da hat, war es vielleicht einfach wirklich die Mannschaftsansprache. Ne? Da muss der Trainer die Jungs mal am Kragen packen und dann geht's doch. Ha, sehr schön. So macht Fußball Spaß. Wir lassen den Mainzer den Ballbesitz, weil damit können sie offensichtlich nichts anfangen. Und dafür machen wir dann die Tore. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, es war eine taktische Meisterleistung vom Trainer. Die kleinen Anpassungen, die waren es. Früher Flanken habe ich übrigens noch reingenommen, habe ich euch gar nicht erzählt. Früher Flanken haben wir auch drin, weil wir eben Zlatan in der Mitte haben. Und ja, zumindest beim dritten Tor hat es schon mal geklappt. Und dann ist das Spiel ein bisschen abgeflacht. Vielleicht noch ein 4-0 vor der Pause. Das wäre jetzt natürlich der Traum. Podence, der hat jetzt endlich mal Bock. Jawohl. Chip den auf Cezic. Schade. Aber auch guter Angriff weiterhin. Und es gibt nochmal eine Szene. Martin Dardai, Seitenwechsel auf Podence und der hat heute Bock. Der hat Bock heute. Zlatan steckt durch auf Cezic. Oh, und den muss er machen. Den muss er machen. Cezic, Junge. Naja, er hat ja schon ein Tor. Und wir führen 3-0. Das ist schon mal eine super Voraussetzung.
Ich würde sagen, großartig. Jungs. Jungs, wir können doch Fußball spielen. Wo waren das die ganze Zeit? Mit meinst du dein Lieblingsgegner jetzt oder was? Hinspiel 3-0, Rückspiel 3-0 zur Halbzeit. Also ich könnte mich dran gewöhnen. Da brauchen wir aber noch ein paar mehr Lieblingsgegner. Union haben wir schon, Mainz haben wir schon. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Bewerbungen in den letzten Spielen der Saison. Castillo, klasse Ball für Toussaint, der nimmt außen Björkan mit, ja. Der wird abgefälscht, Zlatan Ibrahimovic. 4 zu 0. Kurz nach der Pause, Deckel drauf. Gutes. Sehr, sehr schön. Auch Björkan jetzt mit der Vorlage. Ich denke, die zählt für ihn. Auch wenn sie jetzt abgefälscht war. So sieht's aus. Überragend. Wenn wir auch all der Rete nochmal bringen für Uremovic, kriegt er ein bisschen Pause. Oh, drin vielleicht mal Lukas Reichel rein. Lukas Mekka ebenfalls. Oh, Ibra kämpft da sogar defensiv. Tower. Boah, Riesenparade von Altay. Junge. Boah, was eine Reaktionsschnelligkeit da. Weil Uremovic den Zweikampf verliert. Gegen Silas. Gute Balleroberung von Zlatan. Und jetzt können wir nämlich mal wechseln. Und zwar ein Gangkamp. Kommt raus für ein richtig gutes Spiel. Lukas Mecha kommt rein. Genauso kommt Uremovic raus. Und dann wechseln wir aber nicht zu viel auf einmal. Gibt eine Ecke von. Ne, gibt es keine Ecke. Podence mit dem Ballverlust gegen Aaron. Aber wer ist denn die Eintracht? Martin Dardai, der deutlich schneller. Burkhardt. Silas probiert es aber vorbei. Kein Problem. Und Mainzer werden auch nervös, müssen jetzt dreimal wechseln. Wir werden auch wechseln und zwar wird Lukstein einmal kommen für Celta. Und auch Rani Khedira für Martin Dardai. Dann haben wir nochmal einen Wechsel. Und das wird wahrscheinlich Lukas Reichel, den ich da gerne im Sturm sehen würde. Nee, für Zlatan. Schenke mit das Kopfballduell, sehr gut. Bulgini und der Ball wird nochmal verlängert auf Silas. Aber da seht ihr auch, was ich meine mit der Chancenverwertung. Ne? Das ist halt Gott sei Dank nicht gefährlich bei den Mainzern. Reichel ist reiner Stürmer, ne? 84. Und nicht so schnell, dann reicht es vielleicht auch nicht für die Außen. Also Lukas da über links kommen, das ist okay. Schwierigkeiten, das Tempo des Spiels zu halten, ja. Bro. Komm. Ich würde sagen, Junge, zeig, was du kannst, oder? Hab Spaß. Ein Debüt hat man nur einmal. Interessiert ihn einfach nicht. Ja, der ist eiskalt. Der ist eiskalt. Für den ist es selbstverständlich, dass er jetzt hier spielt. Dass er seinen Bundesliga-Einsatz bekommt. Und dann hat er natürlich auch ein bisschen Glück, klar, dass das Spiel jetzt so gut läuft. Dass er da nochmal ein bisschen Einsatzzeit kriegt. Podence, ja. Den in der Flanke anzuspielen ist vielleicht nicht die beste Idee. Onisivo, gut aufgepasst von Omar. Sehr stark. Und Podence. Der hat immer noch Bock. Nee, der hat keine Kraft mehr. Und zweimal jetzt so ein leichterer Ballverlust da. Aber wir gehen zu fünft einfach drauf. Wenn es einer nicht packt, dann machen wir es zu fünft. Sehr stark. Und Lukas Mekka, gute Aktion. Komm, setz dich durch, Junge. Er bleibt am Ball. Jawohl. Leg den ab. Rani Khedira. Oh, Khedira, Bruder. Es ist die dritte oder vierte Chance schon, die du so frei hast. Irgendwann muss er doch mal rein. Schade, schade. Es wäre für Lukas so wichtig gewesen hier mit einer Vorlage. Hat alles richtig gemacht, nur Rani Khedira einfach nicht abgezockt genug. Boah, Silas ist halt schnell. Silas ist schnell, aber Linus Gechter konnte mithalten. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Jetzt versuchen sie es da mit den langen Bällen auf Silas oder auf Kerim. Abgefälscht und wieder Altay da. Altay auch mit einer Riesenpartie. Gerade wenn es 4-0 steht, da ist Torwart nochmal teilweise solche Leistungen rauszuzaubern. Ist auch nicht selbstverständlich. Logisch ist die 0 schön, aber ich glaube, dass die Konzentration bei so einem Spielstand auch mal nachlässt. Bei Altay aber nicht. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Ich hätte zwar gerne noch ein Tor für Lukas oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass das da nichts mehr wird.
Wir versuchen die Mainzer jetzt nochmal. Und der ist aber Lukoki viel zu weit. Hat er vielleicht nochmal über einen langen Abschlag? Ja, den gibt's auch. Boah, und stark verlängert von Reichel auf Lukas Mekka. Der bringt in den Rückraum und wieder Khedira. Und wieder macht er ihn nicht. Lukas macht so ein geiles Spiel da links außen. Überragend. Und Rani Khedira mit zwei ganz, ganz großen Chancen. Zumindest einer. Einer hundertprozentigen war das. Und eine, sagen wir mal so, ja, kann man machen, so 70-prozentige. Die das probiert nochmal. Gut aufgepasst von Björkan. Reichelt und es gibt nochmal den Konter über Lukas Mekka. Der ist richtig aktiv. Der will was zeigen, verliert hier leider dann den Ball. Aber endlich mal eine gute Partie von dem Jungen. Röhl. Mit Fulgini. Bell und ich glaube, dass hier nichts mehr passiert. Lukas, ja, kann sich nicht ganz durchsetzen. Arbeitet mit zurück, nimmt nochmal das Foul. Ja, schießt sich da. Da muss man jetzt keine gelbe mehr geben. Ja. Sehr, sehr stark. Da haben wir den Fans was geboten, endlich. Haben sie wieder guten Fußball gesehen. Haben wir vielleicht auch ein bisschen natürlich von der Mainzer Form profitiert, aber grundlegend war ja unsere Form auch nicht die beste Voraussetzung für so ein Spiel. Und wir haben es endlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut zugemacht. Danach kam nicht mehr viel. Aber bei einer 4-0 muss da auch nicht nochmal zwei Tore kommen. Da reicht's, wenn man hinten dicht bleibt und nichts anbrennen lässt. Ja, und dafür hat Altay gesorgt. Gechter überragende Partie. Auch Alderete dann gut reinkommt. Castillo Björkan stark. Zu sein Ordnung. Lukstein Kedira, ja. Kedira hätte halt einfach zwei Tore machen können. Ne? Podence Meka, sehr, sehr stark. Reichel okay. Zlatan überragend. Jezic auch. Martin Dardai gut. Uremovic gut. Serdar okay. Ja, war alles in allem eine sehr, sehr geile Partie. Also da würde ich mal sagen. Let's go. Deutlicher geht's nicht. Sehr, sehr schön. Oh, das tut meinem Herz so gut, dass wir hier endlich mal wieder gewinnen. Und das auf dem Freitag und da können wir uns ganz entspannt die Wochenendspiele angucken. Genau so muss es sein, Freunde. Genau so muss es sein. Auf geht's. Genießen wir das Wochenende. Wie wichtig ist das Ergebnis angesichts der gegebenen Umstände? Ja. Ja. Wir dürfen uns nicht drauf ausruhen. Ja, ich bin begeistert, aber dürfen uns nicht drauf ausruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die jüngsten Schwierigkeiten und Probleme bei Mainz konnten natürlich nicht übersehen werden. Klar, es lag wieder an der schlechten Form der Mainzer und nicht an unserer guten Leistung. Gut. An Glauben mangelt es uns nie. Wenn wir in ein Spiel gehen, wissen wir, dass wir mithalten können. Darum geht es. Dann geht es darum, einen Weg zu finden, zu gewinnen. Und das ist es. Es geht erstmal um uns. Ja, lieber Herr Niklas Goldmann. Der mag uns, glaube ich, eh nicht, weil wir ihn ein paar Mal aus dem Interview rausgeschmissen haben. Es liegt nicht immer nur am Gegner, sondern tatsächlich auch wir zeigen endlich mal, was wir können. Und dann kann man uns auch mal appreciaten, ne? Wie man so schön sagt. Und jetzt Abfahrt. Komm, piss dich wieder in deine kleine Schreiberbude. Und endlich sind wir am Ende des Spieltags angelangt. Das hat einige Zeit gedauert, aber ich habe schöne Nachrichten. Ralf Rangnick, unser Bundestrainer, hat sich Martin Dardai und Suat Serdar mal näher angeschaut, auch vor dem Hintergrund der Euro, die ja jetzt in diesem Jahr stattfindet. Und es würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn einer von den beiden da mitfahren darf. Bisher haben sie ja, glaube ich, noch keine Berufung erhalten, ne? Also da wird's mal Zeit, lieber Ralf. Ich schicke dir da auch gerne mal einen Berlin-Schal rüber. Ne? Vielleicht kriegen wir dich so dazu. Ja, und nach unserem Freitagsspiel ging es erstmal weiter in der Bundesliga. Die Bayern patzen gegen Hannover. Hannover holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. In der 94. Minute Felix Passlack mit dem Elfmeter. Freiburg 1-0-Sieg gegen Köln, auch für die sehr, sehr wichtige Punkte. Das ist das, was ich jedes Mal sage, in der Rückrunde gegen Abstiegskandidaten spielen, das macht keinen Spaß. Weil da lässt man wirklich zwangsläufig die Punkte liegen. Hoffenheim mit einem 1-0-Sieg gegen Augsburg. Die schießen sie erstmal ein bisschen weiter unten rein. Hoffenheim wahrt sich damit noch die Chance aufs internationale Geschäft. Die Dortmunder 2-0-Sieg gegen Wolfsburg. Auch hier sehr, sehr wichtig, um vielleicht nochmal an der Champions League zu schnuppern. Wobei 5 Punkte in 6 Spielen. Ja, da müsste Frankfurt schon ein bisschen was liegen lassen. Das tun sie nämlich gegen Bremen hier nicht. Die Leipziger gewinnen 3-0 gegen Hamburg, schließen damit wieder auf zu den Münchnern.
wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, zwischen den beiden. Das wird sehr spannend und ich möchte wirklich, sagen wir mal, in 2 weiteren Jahren vielleicht, dass wir da oben mitspielen. Nächstes Jahr international und dann das Jahr drauf wirklich vielleicht Richtung Meisterschaft oder Champions League. Ne? Dann die Gladbacher mit einem 0-0 gegen Stuttgart. Ja. Stuttgart kann damit leben. Ich glaube, Gladbach eher weniger. Die hätten gern mehr rausgeholt. Und die Leverkusener noch mit einem 1-1 gegen Union. Ja, für Leverkusen ist die Champions League eigentlich eh schon gebucht. 12 Punkte. Ja, 2 Siege brauchen sie noch. Dann ist es durch. Die Meisterschaft ist damit jetzt abgehakt, denke ich. 8 Punkte wird man nicht mehr aufholen auf die beiden anderen. Bei 5 Punkten wäre das vielleicht noch im Bereich des Möglichen, wobei auch schon da eher sehr, sehr schwierig, ne? Und ja, Union hat vielleicht auch eher den Sieg gebraucht in Bezug auf Europa. Aber gut, das ist uns recht, wenn die nicht international spielen, weil wir tun sie ja wahrscheinlich auch nicht. Wenn 9 Punkte sind, kann passieren, wenn wir jetzt alles gewinnen. Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Beziehungsweise wir sehen uns in 2 Wochen. Wir haben ja erstmal Länderspielpause. Und ja, wir, du und ich, also meine hübschen Zuschauer und ich, wir sehen uns morgen wieder. Freunde, macht's gut. Wir sehen uns.